Okay, wir haben es wieder gereiht bekommen. Ich wollte irgendwas. Achso, ja. Das muss oben. Nice. Okay, Leute, schon mal vielen Dank für die Rückmeldung. Ich weiß nicht, ob du noch da bist. Vielen Dank für den Follow. So. Okay, wir haben es wieder. Der Wichser, ey. Der gottverdammte Wichser. Überhaupt nicht. Ey, ohne Scheiße, wollen die Rattis-Aktion seit langem. Mal so ein Automat auf dem Netz. Ich hab da irgendwo reingeschüttet. Ich hab den halt hingelegt. Wollte ich gerade. Dann meinte er so, ja, ich brauch jetzt auch mal. Wirf den rein auf den Automaten rein, kriegt er. Voll gerne gerade. Ja, gleich. Ich fang ich gern weiter. Was hast du denn für Games auf dem Computer? Ich? Nee, Jenny. Rocket League. Nee, ich zocke kein Rocket League. Wie du direkt wieder meinst, Alter, wir müssen uns ein Spiel suchen, was wir mastern, Junge. Ob wir jemals irgendwas mastern könnten. Ja, wir waren auf jeden Fall in Overwatch mega krass. Geht so, ja. Ja, doch, wir waren Diamond. Diamond ist gut. Einfach Aram Master im League. So, da sehe ich mich auch. Nein. Ja, das wäre voll cool. Ich will eigentlich, also ich habe mir eigentlich schon vor Jahren gewünscht, dass das aus dieser TS-Community, die mittlerweile um Rika herum auch entstanden ist und um uns herum, halt eine Gaming-Community wird. Weil ist es ja eigentlich auch, weil es ist ja ganz oft so, dass dann irgendwie, keine Ahnung, Lothar und Lothar? Aber ja, was möchtest du im Spiel, also wo geht's denn, dass wir so... Ja, so eine Dungeons and Dragons, dass das so ein Name wird, weißt du? Dass das halt auch so eine Gaming-Community wird, die... Geil, ja. Ja, das wäre mega cool. Und eigentlich sind wir genug Leute. So, und könnten halt auch online Leute noch mit reinholen. Ein Motor-Clan. Ein was? Motor-Clan. Ach, das ist dieses Medieval. Das sieht echt witzig aus. Ich guck mir das jetzt mal an. Wie heißt das? Warthog? Mord, so wie der Mord. Und Hau, so wie Haul. Mord. Zusammengeschrieben. Warthog, okay. Ich mach Twitch. Was machen wir gerade? Ihr wart ja gerade in... diesem Ding, ja. Ich weiß, also, ich war dran. Also Patrick ist auf jeden Fall momentan League of Legends League-mäßig krass unterwegs. Ja, kann er ja machen. Ich werde nie wieder mehr Maul spielen als...
Ein zweiter. Jetzt gemacht haben, ja. Was kann ich denn machen? Ist irgendwas, wo ich angreifen kann? Sie hat gerade den Kessel von dem Feuer von der Kohle genommen. Fuck. Die Kohle blüht noch hell genug, dass du sehen kannst. Ja, ich reibe an. Hast du da dran gerieben mal? Das Ding verbrannt auf der Kohle und frisch drin rein. Ja. Fang schon mal an. Mach gut. Schön, ja, du reibst da dran so was. Okay. Nächste Runde, mach du das nochmal konstant. Ich hab noch eine Bonusaktion. Und ich hab die ganze Luft weggeatmet. Und wo gibt's das? Auf welchen Kleidung kann man das? Steam. Steam, okay. 11? Was kostet? Ist das geschafft? Guck ich jetzt gleich. Guck jetzt erstmal kurz. Nee, das sind 7 schon. Okay, was wollt ihr machen? Ich bin dran. Hau das Ding kaputt. Okay, dann nochmal Angriff. Hör ich mit 24 im Kessel? Ja, ja. Locker. Oh, das sind 5. Kessel? Ja. So, 8, los. 1. Ich finde es bestimmt richtig böse, wenn er rauskommt. Will Smith? Sieht so scheiße aus, ey. Er steht ja daneben, ne? Da haben wir auch einen Schaden drin. Ja, er kriegt doch Sneak Attack. Schon! Von mir aus. Ich kann auch einen Surprise draus machen. So, dann nehme ich noch. Oh ne, da fehlt mir einer. Rettet er wieder eine Stunde. Was war das jetzt? Wenn Surprise ist, sind es 45. Das sieht aber schon ganz cool aus. Mit Crit? Ja. So, ein Angriff von 40, okay. Der bekackte Pisser, der da vom Boden verschwindet. Du hast ihn gefragt, wer magisch ist. Ich wollte fragen, ob der krasse Magier ist und unsere Menschen wiederbeleben kann. Boah, das sieht echt nice aus. Hm? Der Kessel zerspringt. Und hervorkommt ein Dao. Ja, und ein kleiner Jade. Den erscheint. Fällt. Boden, das Wasser verfließt. Ja, und die Wände fallen. Kannst ein Duke geben. Ich grab mir den Stein. Und ihr hört noch einen dumpfen Aufschrei. Nicht schreien. Entschuldigung. Ich grab mir den Stein. Guck mir den mal an. So ein bisschen heiß. Aber ich bin krass. Also wir haben jetzt einen Diamanten, eine Perle und einen Jadestein. Ja. Theoretisch kann man das schaffen, ohne einmal kämpfen zu müssen. Ja. Ja, wir hätten zum Beispiel im Stier einfach nur diesen Stein nehmen können, ohne gegen ihn zu kämpfen wahrscheinlich. Dann wären wir rausgelaufen. Oder wir haben den falschen Weg genommen. Oder wir hatten einfach Pech, weil er gewürfelt hat. Ja, raus hier. Ja, das ist es, glaube ich. So langsam habe ich mich das Gefühl, es ist ziemlich wirrwarr, wo man hingeht. Es ist scheißegal, wo wir hingehen, weil er eh mal würfelt. Geh weiter? Ja. Den nächsten Gang lang? Ja. Da muss man rauskommen, weil. Ja. Jetzt guck mich dann nochmal um, ob da immer. Also sind die Steinwände aber weg? Ja, scheinbar nicht. Nachdem wir den Ding kaputt gemacht haben. Ja. Wir haben auch einen dumpfen Schrei gehört aus dem Boden. Ja, du Huana. Das ist Holzboden, ne? Ja. Nee, da wo er saß, ist Stein. Und da wo der Feuer die Kohle ist, war auch Stein. Ja, möchtest du das mitnehmen, das Holz? Ich möchte auch noch Öl drüber schütten, das anzünden. Ja, okay. Mach ich. Und dann okay. Gehen wir raus. Ich finde bestimmt super im Turm wieder ankommen. Ja, geht weiter, er kommt wieder bei ihr raus. Sind wir schon mal zur A gegangen? Nein, ne? Wir sind schon mal zur A gegangen. Nein, natürlich. Hä? Nein. Davor die Runde habe ich gesagt, wir gehen. Ne, ihr seid zur E gegangen. Wir haben jetzt Unterschiede in letzten Moment. Ja, wir gehen zur A. Ja? Ja. Wie geht's? Wird ein bisschen länger, ist hier normale und ihr kommt wieder bei E raus. Allerdings haben sich diesmal der Schatten verändert. Und es ist ein Penis auf dem Boden. Jetzt kein Penis auf dem Boden.
Die Schatten zeigen jetzt nach A und C. Beides. Ja. Sonne ist auf G, Turm ist Richtung A. Auf G? Ja. Gott, wo haben wir dieses Ding gehabt, die Karte? Gehst du noch? Nein, die ist auf der anderen Seite. So. Ist gerade relevant? Ist das noch relevant? A und C. Bei G steht hier. Ja, das ist ja wieder scheißegal, Alter. Warum ist es so einfach? Ist es einfach? Ich weiß es nicht. So, Sonne zeigt es auf. Schatten zeigt es auf A und auf C. Wie kann das denn auf A und auf C zeigen? Also es wiegt eine Uhr quasi. Das ist zwei Schatten? Ja. Das ist Viertel nach 1 angezeigt. Vor allem 12. Dann müssen wir zu B, oder? 12 war A und Viertel nach 1 ist dann genau die Mitte B. Wenn das so ist. Außer wir müssen einfach jetzt da rein, wo wir eben und denken, oder wir gehen einfach ganz halt dahin, wo wir eben schon gegangen sind. Es sind so viele Möglichkeiten. Ich bin für B. Ich bin dafür, dass wir nicht das machen, was du sagst. Aber auch nicht das machen, was ich sage. Ich gucke an meinen Dings und sage, Philelia, was sagst du? Die hab ich. Ich glaub, ja, ich bin Gabi. Gabi, was sagst du? Mal so seinen Kopf raus. Du kannst ihn ja mal auf den Boden schmeißen und gucken, wo der Splitter hinfliegt, der weiteste. Willst du nach B gehen? Ich mag nach B. Dann probieren wir B. Gut, B. Okay, gehst du nach B? Da kann 40 und dann kommt wieder bei E raus. Hm? Und diesmal zeigen Schatten nach A, D und F. A, A, D, F. A, D, F. A, D, F. Wo ist denn D, Alter? A, D. Das ist ja keine Uhr mehr. Also hat man gerade wahrscheinlich nur Glück. Dann würde ich jetzt zu E gehen. Dann würde ich jetzt zu C gehen. Also das Spiel kostet 25 Euro. Du bist nach A und nach B gegangen. Ich will jetzt nach C gehen. Das ist doch voll dumm. A, D, F. Ich hätte gerade voll Bock, das zu zocken. Das sieht richtig cool aus. Dann ist das irgendwie so hier zwischen und... Achso, meinst du... Boah. Das ist ein Peace-Zeichen quasi. Ja, genau. Und dann... Nee, es ist Mercedes-Stern. Ja, genau. Was? Luft, Wasser, Boden. Kein Penis auf dem Boden. Kein Penis auf dem Boden. Also ich würde jetzt zu E. Mach. Du zu C. Nein, wir gehen zusammen. Ja, dann E. Hier auf E. Okay. Dann biegt sich. Und dann kommt wieder bei E raus. Und diesmal. Ah, da, da, da. Zeigen die Schatten auf B, D, F, H. B, D, F, H. Und als der näher ran dreht, fangen die an zu rotieren. Die Schatten. Genau. Drehen sich drumherum, werden bei kürzer und verschwinden schließlich in dem mittleren Strang. Wir sind da. Ja, keine Schatten mehr da. Gut, ich untersuche das Ding in der Mitte da. Okay. Drückst, schiebst. Wo steht die Sonne? D. Das ist egal. B, D, F, H. Ja. Wir sind da lang. Ja, also angefangen sich zu drehen. Sind kürzer geworden, sind dann verschwunden. Gesundheit. Danke, aber es weiß nicht irgendwie, dass es ein besonderes Pattern war, wie es sich gedreht hat. Es war einfach. Ist im Kreis gedreht, ist immer kürzer geworden, so eine Spirale. Wohin zeigt das? Das Ding zeigt immer zu G, ne? Der Pfeil von dem Sonnending. Hier ist kein Pfeil mehr da. Es ist kein Schatten mehr da. Gar nicht mehr. Aber das Ding steht halt so da. Und das ist halt immer Richtung B und Dings. Was möchte ich quasi? Keine Ahnung. G und C, ist das ausgerichtet? Ja, genau. Ja, das sind auch die einzigen beiden, wo am Anfang keine Schatten waren. Wo sind wir reingegangen? A, B und E, ne? A, B und E, ja. A und C und wo waren noch? Also B,
Wo waren überall Schatten insgesamt? Bei A, B, hier war aber gar kein Schatten. Weil wir sind schon mal nach G gegangen, richtig? Ja. Bei E war auch noch kein Schatten. Doch. Nein, bei E war auch kein Schatten. Bei E und... Aber wir sind auch schon nach E gegangen. Ja. Die Frage ist halt jetzt, ob wir quasi jetzt in einem anderen Ort sind, so gesehen, weil der Pimmel ja weg ist. Und ob jetzt die Türen, ob jetzt quasi die Gänge andere sind als am Anfang. Weil am Anfang war Schatten auf A, sind wir lang gegangen. Dann war auf A und C, wir sind nach B gegangen. Dann waren Schatten auf A, unten links und unten rechts. Das ist das hier D und F. Ja, und wir sind nach E gegangen. Wir sind nach E gegangen. Ach, nicht so behindert, Alter. Jetzt das ist eben, der beste Part. Eben, wo kamen eben die Schatten her? Das ist jetzt der beste Part. Das Ganze. Okay. Ich liebe dieses Labyrinth. Eben war H, B, D und F. Ja, die ganzen Dinger. Enden. Und dann haben sie sich so weg, ne? Ja. Das heißt, es ist scheißegal, wo lang wir gehen. Maybe. Also, wenn es wirklich so ist, dass die, keine Ahnung, also E oder G, würde ich sagen, oder, ja. In der Mitte ist nichts, also da ist die Sonnenuhr und da gibt es nichts zu sehen. Das ist jetzt ein kleiner Stein. Sieht man den Turm? Ja, das kriegt man auch wieder. Ich würde sagen E oder G, weil da noch nie... Das ist ein kleiner Stein, wo die Sonnenuhr draufsteht. Weil da noch nie Schatten war. Nee, A war ja Schatten, bei G war halt jetzt in den letzten Räumen kein Schatten. Das ist der einzige Weg, den wir nicht gegangen sind. Was? G. Meinst du auch? Ne, nur G. Das war entweder ein Schatten oder da sind wir hingegangen. Was auch immer das bedeuten mag. Und wir sind ja auch hingegangen, wo der Schatten war. Der Arm. Ja. Von mir aus lässt G gehen. Wait. Hat Spaß, wahrscheinlich ist es wirklich scheißegal am Ende. Dann muss ich viel überlegen, oder nicht? Weil die anderen waren bei dem Schritt ziemlich schnell. Ja, weil die auch tatsächlich überlege ich gerade, ob was ein A. Hm? Hier. A, 1, 2. Hat auch keinen Sinn. Also das ist quasi wie so ein Rad, was sich einfach gedreht hat. Weißt du? Und dann einfach immer ein Bein dazukommt. Mhm. Aber es passt von den Dingern her nicht. Deshalb wäre jetzt die Überlegung. Ich denke auch zu viel nach. Wahrlich. Ich will keinen Sinn von dir. Wo zeigt mein Schatten hin? Der Donner kommt ja gerade aus, was hatte ich gesagt? B? Achso. Nach der Sonne geht's halt immer. Mhm. Ja. So call me baby. Call me. Mit dem dritten nicht auf, ne? Ja, einer von den. Ja. Das kann es halt eigentlich nicht sein, aber es würde halt auch sinnig sein, dass. Wo sind wir denn dann immer lang gegangen? Hier hin? Dahin? Dahin? Also, wenn wir so gegangen, jetzt würde ich fast sagen, gehen wir. Ja, eins wäre jetzt. Dann. Sollen wir nach H gehen? Ich glaube, H ist falsch. Ich glaube, H ist auch falsch. E? Was haben wir denn insgesamt schon gegangen? Also, ob das jetzt, ich weiß nicht, ob das noch relativ relevant ist.
Aber wir sind ja, sind wir überhaupt schon, nee, B sind wir auch noch vorher nicht gegangen, ne? Ja, das ist schon mal gegangen. Ja, B sind wir gegangen beim zweiten Ding hier. Genau, aber davor sind wir B noch nicht gegangen, richtig? Das heißt, wir haben A gemacht, B gemacht. Mhm. Als wir... Dann E. Als wir nach G gegangen sind, sind wir in das Labyrinth gekommen, oder? Ja. Das heißt, G haben wir schon mal weg, war kacke. E haben wir gemacht, war auch kacke. Da haben wir uns bisher nicht so sonderlich an diesen Diagonalen aufgehalten, an den Schrägen. Die sind jetzt alle markiert. Gewesen. Gewesen, ja. Fuck it, GG. Okay. Okay. Ja, geht's? Ja. Why, Alter? Und das Labyrinth öffnet sich wieder. Ja, wir gehen wieder bedingt, kommen dahin, gehen dann A, B, E und sind jetzt wieder da, wo wir gerade waren. Ja. Gut. Der Porti, das selbe spielt sich wieder vor. Ihr kommt wieder zurück von E und vor euch drehen sich wieder Schatten verschwinden. Achso, okay. Mhm. Wo sind wir eben noch? An H sind wir noch nicht gegangen? In welche Richtung drehen die sich? Gegen die Uhrzeigerung. Macht keinen Unterschied. Ich kann ja so schwer visualisieren, Alter. Also, du weißt, was ich meine, dass es sich quasi wie ein Uhrwerk bewegt, ne? Der erste Strich ist da, dann wandert der nach da und der nach da. Und dann ist halt der Sprung von hier bis hier, ist halt kacke. Der ergibt halt keinen Sinn. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist hier fast. Also. Ich weiß, was du meinst, aber. Also, wir haben. Das gemacht. Wir haben das gemacht. Das gemacht. So, kann man es vielleicht noch das sein, wenn es sich eine K gibt? Nein. Wie heißt der Typ von dem Turm? Iskander. Das ist auch ein K. Oder der Typ, der den Turm gebaut hat. Ja. Sonntag. Da ist kein K. Da ist kein K. Iskander Dönner. Es ist so schwer. Jackson! Was können wir noch machen? A. Ja. Wo sehen wir den Turm? Ja, das ist richtig nur A. Ja, wenn das A geht. Ja? Ah, ja. Dann würfeln wir. Ihr kommt da raus, ihr müsst jetzt kämpfen. Ihr kommt wieder bei dem Pavillon aus. Ja. Weil das ist keiner. Der Turm, das Holz scheint unberührt zu sein. Aber es ist keiner. Hä? Kommt wieder bei E aus. Schatten erscheinen wieder bei den Diagonalen, drehen sich, werden kürzer verschwinden. A. Ja? Von mir aus. Oh, was Neues. Oh nein! Ja, öffnet sich vor euch ein. Kann man das nicht einfach alles lassen? Großer. Großes offenes Feld. Links vor euch ist eine kleine Weide mit ziemlich großen Schafen. Hier ist eine große Hütte mit überdimensional großen Fenstern. Ein kleiner See. Das sind Felsblöcke. Und hier stehen zwei Zyklopen. Versteck mich. Wie erstarrt scheinen. Die Zyklopen bewegen sich nicht, die Schafe bewegen sich nicht, das Wasser bewegt sich nicht. Lass mal durchlaufen, bist du für andere Seite. Nein. Bist du irgendwas machen? Können wir zurückgehen? Zurück? Ja. Weil du das Ding tretet? Ja, geht's. Und kurft und ihr seid wieder auf der Stelle. Ihr seht mich. Okay. Nicht bewegen. Wie nicht bewegen? Was soll man denn machen? Zyklopen, Alter. Ich gucke, ob irgendwo irgendwas ist am Boden oder sonstiges, was einen Auslöser gibt, dass wieder alles. Wie wir Edelsteine. Nee. Sonst irgendwas direkt bei uns? Nee. Sollen wir zum Wasser gehen und gucken, ob wir da. Ihr seid noch im Gang drin. Ja, also wieder rausgehen wahrscheinlich gibt's. Wir müssen. Ja, ich geh raus. Okay. Ja. Du hättest jetzt die Wiese betretet, scheint alles wieder mal das Zeit zu fließen. Ja. Und die Zyklopen schauen zu euch rüber, reden untereinander, was ihr aber nicht hört. Scheinen dann da hinten irgendwas
zu gestikulieren, dass es ungefähr wie Schere, Stein, Papier aussieht. Und dann kommt ein, dann kommen die zu euch rüber. Scheinen keine Waffen zu tragen. Und bleiben 20 Fuß vor euch stehen. Sie tun es nicht mit dem einen Auge, ne? Mhm. Derjenige, der Champ verloren hat, nimmt sich einen Stein vom Boden. Und weist einmal zu euch, dreht sich um und schmeißt den Stein die, das Feld hier runter. Der fliegt ungefähr 100 Fuß weit und wollte dann nochmal 20 Fuß mit dem liegen. Den schmeißen sie zu euch um und gucken euch erwartungsvoll an. Müssen wir irgendwas werfen? Ich. Brahman? Wirf mal auch einen Stein. Die Steine dort sind alle mindestens 2 Fuß im Durchmaß und wiegen um die 500 Pfund oder mehr. Ist ja kein kleiner Stein. Ich hab ein Bein aus Stein. Da ist bestimmt ein kleiner Stein. Mir den Fuß abbrechen. Da muss doch Kieselstein oder sowas liegen, Jan. Legt der Garten. Was ist das hier? Achso, du siehst es gar nicht. Ja. Das sind auch Felsen. Und die stehen hier und werfen den weit. Ja, und gucken dann erwartungsvoll zu uns und denken, also vielleicht nach dem Motto, ja, werft auch mal. Ich habe eine Perle. Nicht? Hab ich nicht? Ich hab doch. Du hast schon Edelstein oder so einen Scheiß dabei. Wir haben noch irgendeinen Scheiß. Ich habe einen Würfel des Scharlatans. Das ist auch zu gut. Leute, ich muss die Karten. Ich benutze die Curse-Karten, um zu versuchen, einfach euch wieder zu beleben. Was wollen die von uns? Frag die einfach mal. Was wollt ihr? Kann ich gar nicht verstehen, aber weiß nochmal auf einen Stein und. Ja, auf einen großen. Ja, ja, gut, ich gehe zu dem Stein und versuche den hochzuheben. Oh, Stärke-Check. Was ist das machen, Alter? Natürlich 20. Du kriegst den ungefähr 10 cm angehoben und ein bisschen nach vorne. Und dann guck ich die so an. Die lachen beide. Weisen Richtung hinteres Feld. Hinteres Feld? Richtung hinteres Feld, wo der andere Stein hingeflogen ist. Ach so. Ich geh da hin. Bist du hin? Richtung Ausgang dann, ne? Hm? Ja, dann gehe ich Richtung Ausgang. Ich gehe daher an. Okay, geht er raus? Hm? Geht er raus und kommt wieder beim Eingang. Hm? Ja, okay, steht ihr immer noch da? Ja. Und die gucken uns immer noch erwartungsvoll an. Als ihr hinkommt, sind sie da stark. Okay. Ja, und als ihr dann wieder den Raum betretet, fängt das ganze Spiel von vorne an. Ja, okay. Kann ich in dem Moment, wo das Ganze passiert, ist ja direkt dieses Feld da, wo die Schafe sind. Mhm. Direkt da hinspringen, dass sie mich nicht sehen. So hinsneaken. Mach einen Stealth-Check. Das sind so Puzzle-Räume, ne? Du musst halt ein gewisses Puzzle abdecken, um da weiterzukommen. Dann gehen scheint nicht. Guck nicht zu denen, um das zu beachten. Selbe Spiel mit euch. Okay, ich schleife eine Zeit dann zum Haus. Okay. Ich guck die an und versuche. Ich hab nichts, was ich werfen kann, Alter. Hast du irgendwas, was du werfen kannst? Ich nehme eine Münze und versuche die weit zu werfen. Okay. Wir lachen wieder. Und. Weisen mir den Weg. Weisen dir auf den Stein und. Ich versuche zu dem Stein zu gehen, den die geworfen haben, und versuche den mal hochzuheben. Danke schön. Suche ins Haus einzubrechen. 20, natürlich. Nein, es ist eine 11. Das ist 11 Verstärkung. Legt sich. Okay. Versuch ins Haus anzubrechen. Okay, bei dem riesigsten Fenster, das du locker rein kannst, da sind nur so
Ja. Die man außen schließen kann, aber nicht abschließen kann. Hier drin. Ich habe eine Idee. Ist eingerichtet wie ein kleines Bauernhaus. Zwei große Betten, alles halt für Riesen ausgerichtet. Und zwei Spaten, die in der Ecke stehen. Ich gehe zurück zu denen und versuche hinter die, hinter einem der Steine eine Illusion zu erschaffen von einem Stein, der groß ist, also dass sie das außerhalb des Line of Sight ist. Ich will diese Illusion hochheben und versuche sie zu werfen. Dass das so aussieht, als würde ich die Illusion werfen. Was für eine Range ist das? Von 100. Schon 125. 5 weiter als die. 30 Fuß. Ja, du schmeißt den Stein und der verschwindet auf 30 Fuß. Nein, dass er auf 30 Fuß ankommt. So, ja, gut. Oder 30 Fuß. 30 Fuß und bleibt dann da. Scheint recht beeindruckt zu sein, aber weisen nochmal auf ihren Stein. Ist ja gut. Ja, ich gehe da hin und mach so. Sich. Ich durchsuche den ganzen Raum, ob da irgendwas ist. Übergroße Kleidung, übergroßes Geschirr. Irgendwas an Steinen, Diamanten, Edelstein. Holz? Ja, da ist auch Holz für Lagerfeuer und sowas. Ich würde mir gerne irgendwie was zusammenbauen wie ein Katapult. Was ist, wenn ich das mit der Illusion nochmal versuche? Während ich die so werfe, weil die braucht ja auch eine Zeit zum Werfen, laufe ich ganz schnell hinter den Stein oder Shadowsteppe irgendwo hin. Hier sind ja Steine. So dass ich quasi 60 Fuß Shadowsteppe. Das heißt, ich habe die 30 Fuß. Während er ankommt, kann ich den quasi nochmal um 30 Fuß erweitern und kann dann nochmal 30 Fuß weit fliegen lassen. Ja, von mir aus. Was muss ich machen? Du brauchst eigentlich nichts würfeln dafür. Funktioniert. Du schaffst es und jetzt wollte ich angreifen. Nee, nee, das ist echt eine geniale Idee. Ach komm, what the fuck not. Ja. Der Stein landet hinter dem anderen Stein, von dem geworfen worden ist. Und die Stein scheint wieder zu erstarren. Aha. Und der Stein, den die geworfen haben, spaltet sich einmal in der Mitte. Und da kommt ein geiler Edelstein raus. Ein Topaz, ein gelber Topaz. Geil, Alter. Der macht plus Intelligenz bei Diablo. Weiß. Ja, ich sneake raus, sehe, dass das alles eingefroren ist. Dass ich alles geregelt habe. Easy, ich habe einen Schalter drin bewegt. Sehr gut. Den Hebel gedrückt. Und ich mache die Illusion wieder und tue so, als würde ich den Stein auf Kessel werfen. Was noch wieder hinterher? Ja. Ach so. Und dann fange ich den so vor ihr auf und tue so, boah, ich bin so krass. Ja, okay, cool, wir haben es geschafft, wir gehen da raus. Und dann machen wir wieder 1, 3, 4. Kommt wieder Zoe. Ach, der vierte Stein fehlte jetzt. Für dieses. Die vier Strahlen, vier Schatten sind da, drehen sich im Kreis, werden kurz verschwinden. Auch schon wieder scheiße, ich dachte, jetzt passiert was Cooles. Ja, was haben wir noch nicht? Ey. Ich hab keine Ahnung, ich verstehe es Rätsel nicht. Ja, oder haben wir A schon gemacht? Danach ja. Wieder, ja. A haben wir gerade gemacht, ne? Als letztes. Ne, als letztes haben wir H gemacht. Lass C gehen. Aber A war es auch nicht beim letzten nee. Schritt, ne? Richtig, B auch. Du willst nicht. C gehen? Ja, lass C. Why the fuck C? Weil wir jetzt gerade bei G waren. Ich hab ein gutes Gefühl. C ist cool. Wir haben noch einen Raum, mindestens. Zwei. Ein, drei. Ja, du musst halt nochmal würfeln, damit es kommt. Also. Top C. Der ist schon sehr oft das Labyrinth gewürfelt. Also Labyrinth gewürfelt. Sind wir schon mal nach, also im letzten Schritt nach E gegangen? E? Nee. Da wo wir hergekommen sind. Das macht aber auch keinen Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Macht irgendwas bestimmt Sinn. Nur wir verstehen es nicht. Ja, für meinen Sinn macht das alles keinen Sinn. Ich sag C. Bei C ein ziemlich gutes Gefühl. Ja, meinetwegen, Alter. C, C, ja. Ach, klar, ja. In einem neuen Raum, ja. Nein, komm, wir sind beim... Ja, es ist wieder der nee, Pagode mit dem Pavillon. Okay, dann sind wir wieder zurück. 1, 2, 3. Mhm. Wir waren jetzt, wo waren wir? Wir kommen wieder von E, Schatten, Diagonal, kreisen sich, werden kürzer, verschwinden. A, B, C. Was haben wir alles gemacht? H, A, B, C, glaube ich. Oder? Möglich, ja. E? Ja, meine. Geht nach E. E ist es nicht. Ah.
Dann probieren wir doch einfach. Wir kommen wieder zurück von E. Schatten in Diagonal kreisen sich, werden kürzer verschwinden. B haben wir D gemacht. Warte. Ich hab E gesagt. Stimmt, wieder der scheiß Pappelgang. Ja, dann F. E weiter, kommt wieder von E. Schatten diagonal kreisen sich, werden kürzer verschwinden in der Mitte. Ja, dann F. Ist irgendwas über uns. Klarer Himmel. Ja, klarer Himmel. Den Turm sehe ich. Ja, ist auch A. Ja. Haben wir, haben wir A schon gemacht als letztes Jahr? Ja. G auch, oder? Ja, als erstes. Ja. Ja. H auch. A auch. Bei B bin ich mir unsicher. Ja, C und D. Wir gehen jetzt E. Haben wir E schon gemacht? Gerade ist E gemacht, ja. Was? Haben wir? Ja. Oh, fliegt ihr nach E? Nein! Hä? Das heißt, wir haben jetzt jeden Weg schon gemacht. Möglich, ja. Okay, möglich, ja. Heißt, dass es keinen Unterschied macht, welchen Weg wir gehen. Und in dem Sonnenrad kann man nichts machen. Ich leg von dem Sonnenrad einfach mal die Edelsteine. Ja, ich leg den auch, den anderen, den ich habe dazu. Gut, schön, so. Ich nehme sie wieder mit. Auch den von ihm. Das verhindert. Warte ab. Wir stehen da jetzt in diesem verkackten. Ich meine, vielleicht ist auch. Das ist so ein hüfthoher Stein. Podium, wo heute Sonnenrad draufsteht. Was ist da? Ja, das habe ich schon 12 bis 13 Mal. Ja, habe ich das schon. Ihr rüttelt und touched und. Und wo zeigt das hin? Gar nicht mehr. Ist ja nämlich verschwunden. Das Sonnenrad ist verschwunden? Nee, das Schatten. Also, ich wollte sagen. Und an dem Sockel und so ist nichts. Nee. Nichts zu sehen. Oben drauf. Ich kletter hoch. Kletterst hoch? Ja. Okay. Sobald du oben drauf stehst, wirst du quasi in den Stein reingesaugt. Du siehst, wie er drin verschwindet. Du fällst dann aus 5 Fuß Höhe runter und bist wieder in diesem. Bei dem Sandlegens, Sonnenuhr. Du musst diesmal alle Schatten in alle Wege zeigen. Und du siehst halt, wie er verschwindet. Nein. Hey, gut, ich bin schon allein. Freimann, was machen wir jetzt? Ja, wir kommen hinterher. Da wird auch der Stein eingesaugt, bald zu Boden und steht jetzt wieder selber. Überall Schatten. Wo ist der Dings? Ah. Soll doch angehen, aber. Jetzt wird es. Eben war es. Oder wir steigen nochmal drauf. Die sind ja eben alle eingesogen. Jetzt zeigen sie alle raus. Also jetzt wird es egal sein, wohin wir gehen. Weil das jetzt alles anzeigt. Wir gehen nach A. Ich steige aber oben drauf. Du stehst oben. Okay, ja, wir gehen nach A. Das ist mir. Podium. Ja. Okay. Also wir machen wieder so weit, bis wir wieder eingesogen werden. Und gehen, achso, pass auf, weil wir nicht mal von oben kommen, gehen wir jetzt mal nach E. Weil sonst können wir mit E aus. Dann können wir zurück, die Schatten zeigen in alle Richtungen. Ja. Wir gehen nach E. Das ist ein, glaube ich, ein neuer Raum, oder? Ja. So, hoffentlich ist es für euch. Ein Raum See. Mit einem großen Teich in der Mitte. Und über, in der Mitte von diesem See schwebt ein Rubin. Geil. Ja, das ist ein 80 Fuß. Dings insgesamt, die ist 60 Fuß im Durchmesser. Wasser ist ziemlich dunkel und schlammig, dass man nicht wirklich tief sehen kann, maximal einen Fuß. Und ein nächstes Trinker in Rubin ist ein Garnet, ist auch ein roter Edelstein. Okay, wie hoch? Ein Fuß über dem Wasser. Wie hoch? Ein Fuß über der Wasseroberfläche. Okay. Auf der anderen Seite führt ein weiterer Weg wieder. Ja, ich möchte gerne gucken, mir das Wasser ein bisschen untersuchen. Schlammig, du siehst nicht tief. Wenn du steppen kannst, du nur in einen Schattenbereich, ja? Ja. Das heißt, wenn wir irgendwas über diesen See schmeißen, kannst du dich in den... Ich muss überlegen, ob ich mich jetzt traue. Wie weit ist das in der Mitte? 30 Fuß vom Rand entfernt. 30 Fuß vom Rand entfernt? Okay. Ich nehme meinen Hanfseil, wickle mir um den Bauch, drücke dir das in die Hand und Brahman, falls irgendwas ist, zieht ihr mich wieder raus. Und dann mache ich so und mache den ersten Schritt aufs Wasser. Also du musst schon in einem durchlaufen, du kannst nicht auf Wasser stehen. Oh, ich dachte, ich wäre Jesus. Okay, ich laufe übers Wasser. Bis zum Stein und pack mit dem. Okay, du hast 30 Fuß hin, du hast noch 10 Fuß bewegen. Also 25 Fuß mal. Ja. Du hast 50 Fuß bewegen, ne? Ja. Jetzt kannst du wieder 20 Fuß zurücklaufen. Und dann kann ich nochmal dashen. Dashen, ja. Du läufst hin, du läufst zurück. Und
sollte den berührst, sollte wieder an Land bist quasi, kommt hinter euch vier Krabben, Hummer-ähnliche Wesen aus dem Wasser raus. Okay. Schnell durch den Ausgang laufen? Also ich kann das Wasser wieder zurücklaufen. Ja, also die kommen jetzt, also wieder zurück bist quasi auf Land. Lauft ihr vielleicht weiter Richtung Ausgang wieder? Ja. Ihr kommt wieder. Holy shit! Nein, keine Ahnung, jetzt haben wir auch noch einen Raum, den können wir jetzt dann auch noch machen und dann ist okay. Weiß ich nicht, ob es noch einen Raum gibt. Ihr kommt wieder von E. Ja. Schatten zeigen auf alle Wege. Turm ist zeig für euch. Ja. Wo steht die Sonne? Die Sonne steht bei ist E. Ist egal. Die Sonne steht direkt über euch. Das ist hardcore. Kann ich irgendwo hochklettern? Ich klettere wieder die Hecke hoch ein bisschen. Guckst über dir und siehst wieder, der Turm ist ja verschwunden und siehst ein endloser weiter. Ich guck jetzt mal in den Sockel von diesem Ding. Ja. Winkel dagegen. Okay, stinkt. Stinkt, bestialisch. Mann, das ist so hardcore. Wir sind jetzt nach E gegangen, richtig? Ja, mhm. Wo waren wir noch? A, oder? Ja. A und E. Mhm. Haben wir A gemacht? Ja. Dann was A. Ja, am A, E und stand oben drauf. Und jetzt zeigt er in alle Richtungen der fucking. Ja. Sind wir nah dran, Jan? Wir sind um die Wege gelaufen. Das ist was soll das denn jetzt heißen, Alter? Wir sind um die Wege gelaufen. Bringen diesmal auch wieder kein Glück, sag ich dir. Was ist denn da noch? Nix. Wir liegen jetzt Hecken. Die Wege A bis H. Und in der Mitte steht fucking die Sonnenuhr. Wir legen jetzt nochmal alle Diamanten drauf. Viel zu schön. Fuck you, Alter. Ich schlag die Sonnenuhr kaputt. Ja, da vor dir öffnet sich eine Tür. Hat der Drapier zerbricht. Nee, ich sehe es. Da ist sonst nichts. Das sind die Gabelungen. Ja. Und diese fucking Sonnenuhr in der Mitte. Mhm. Wenn ich nach oben gucke, ich sehe auf A den fucking Turm. Mhm. Ich rufe. Okay. Hallo, Turm. Rufst. Mach mal Tür auf. Willkommen in Frieden. Ich hätte gerne ein Iskander Döner. Mitnehmen. Aber dann ich. Ich fahre an zu fliegen. Wie? Catherine, du siehst, wie der Wälder anfängt mit den Armen zu wedeln und rumzulaufen. Oh, ich werde langsam verrückt. Wir haben nur die Wege probiert, Alter. Eingesaugt. Gibt's da noch was? Hecke. Ja, ich lauf einfach mal in die Hecke rein. Okay. Du läufst durch die Hecke durch und kommst im runden Platz und dahinter steht der Turm. Hinter dir. Was? Ja gut. Ja. Du ja. Siehst halt, wie er in die Hecke verschwindet. Ja, gleich mal ein Dreiviertel ist ja cool. Du läufst ihn durch die Hecke hinterher. Ihr seid am Fuß des eckigen Turmes. Vor euch ist ein runder Teleportzirkel. Wie lange haben die anderen dafür gebraucht? Für den letzten Teil ein bisschen länger. Beim Draufsteigen war eigentlich fast instant einer von denen. Also da sind die gar nicht irgendwo reingelaufen. Dann hast du nicht auch so viele Räume wie ihr gemacht. Weil den fünften Raum haben auch die nicht gemacht. Was wäre da gewesen? Das sind Statuen. Die auch kaputt gemacht, kaputt machen, dann auch einen Widerschein ausgeben hätten. Okay. Was machen wir mit den Edelsteinen? Ja, okay, cool. Wir sind hier vor dem Turm. Hi. Genau. Vielleicht auch noch die Leiche von dem, der eben runtergeschossen worden ist. Ah ja. Durchsuchen. Bluten. Ja, der hat Stichwunden. Hat der vielleicht zufälligerweise eine Rolle von Greater Restoration dabei? Mhm. Weil der kennt ja den Stier und hat Angst vor Stieren. Potion of Greater Restoration.
Cockring Operator Restoration. Da hat Jenny ja nichts von. Ja, aber du, ist egal. So, hinter euch, du kannst ja da auch easy reinstecken. Da, wo ihr die Recke laufen sind, ist keine Recke, sondern ein Pfad, der gerade 30 Fuß bis zur Sonnenuhr führt. Und hinter ein weiterer Pfad, der 30 Fuß weiter bis zum Ausgang führt. Dahinter seht ihr das Dorf. Mach mal bitte was? Ist ein geraden Gang, der quasi. Achso, hinter euch. Genau, ja, ja, okay. 30 Fuß zur Sonnenuhr und dann 30 Fuß weiter bis zum Ausgang. Okay. Vor euch wieder der Zirkel, der tote Kultist und ein Turm ohne Tür. Ja, ich gehe da hin zum Turm. Das ist keine Tür. Das ist aber wie Stein. Mörlern. Das wird nichts. Gibt es irgendwo einen Anhaltspunkt, wo theoretisch normalerweise eine Tür sein müsste? So rein nee, optisch? Ist nur der Feldbruchkreis. Wir gehen da drauf. Oder gehen wir zurück ins Dorf und versuchen unsere Mates wieder zu beleben? Im Dorf. Oder ganz weg. Erstmal zum Dorf. Im Dorf versuchen wir unsere Mates wieder zu beleben. Wir können es gerne probieren, ja? Also ich hoffe ja jetzt, dass wir jetzt einmal quasi dieses letzte bestanden haben. Und das, ja. Ey, ich sag das, wir gehen zurück in Richtung Dorf. Ja, geht ihr Richtung Dorf? Ja, aber ich. Oh, da war eine Statue. Macht die kaputt. Okay, geht ihr um. Geht zurück. Lass den Arm, es kann der Lebensgefahr schweben. Ich weiß halt nicht, was da darf. Sollen wir jetzt echt reingehen? Der fliegende Schuhe. Einfach so. Warte, ich kann da. Man, das ist halt. Wie geht's dir? Also, ich hab keinen Schaden genommen. Mir geht's eigentlich auch noch ziemlich gut. 78 habe ich noch. Das ist ein. Safe Kohn. Safe Game. Da ist mein Kohn. Ja. Gut. Gleicher Trick wie früher, nur dass du nicht dran ziehst. Du könntest probieren, also 10 Härten, weil da wieder das. Ja. Ja. Hochklettern. Ja, dann nochmal 3 Athletik oder Akrobatik-Jacks. Hätte auch gehört. Doch, du kannst. Ja, der ist nicht keine 50 Fuß hoch. Ja, du kannst hochlaufen, aber bevor du rankommst, ist eine unsichere Wand, wo du gegen stößt und rückwärts runterfällst. Hier ist eine. Nee, ich gehe ja so. Hab's ja gesehen eben, ich war nicht dumm. Ich hab immerhin 1200 Intelligenz. Ja, also der ist zurück, ich hab keinen Schaden bekommen wegen Snowfall. Also wenn es jetzt. Ich probier's trotzdem auch mit Klettern. Aber. So. Schieß da mal einen Pfeil dagegen. Ein Pfeil! Ein Pfeil! So. 25, 14, 17. Ich hab das hoch und stößt wieder unten. Okay. Und fällst 50 Meter. Nein, ich bin ja am Seil. Wo hast du das hingemacht? Das ist ja noch nirgendwo, das ist ja gar nicht mehr hochgekommen. Ja. Von wegen 3 Akrobatik-Checks. Ja, der Akrobatik-Checks halt zum Okay, das heißt, das Einzige, was wir sehen, ist ein Portal. Okay, ja, lass aufs Portal gehen. Ja, okay, wir gehen darauf. Und seht vor euch 40 Zauberer, die mit einem schwarzen Orb auf euch zeigen. 10 Drachen. Das ist wirklich die ganze Zeit so, ey. Ja. Trocken hinten in den Arsch. Hier kommt. In eine Schatzkammer. Mit ganz vielen Portions of Greater Restoration. Initiative. 20 Zentimeter. Und kannst du das vielleicht auch noch aufmachen? Das ist nochmal ein bisschen mehr Licht. Gracias! Senor, Bonilles! Der Nadia. Das ist vom Plattform, wo ihr nach einigen Sekunden auftaucht. Das sind 2 Balkone über euch. Ja. In der Mitte ist eine Tafel mit 5 Stühlen. Ist da jemand? Das sind Regale und Fässer, die einfach an der Wand stehen. Aha. Des Weiteren, 10 Fuß hoch. Das Ganze ist hell erleuchtet. 10 Fuß hoch? Ja, und obwohl der Turm von außen eckig aussah, ist die Kamera komplett rund. Speak on the inside. Ja, das ganze Raum ist verkleidet in verschiedenen Symbolen und Federn von verschiedenen Vögeln und
Totenschlangen und in einem euch unbekannten Stil auf dem Möbel oder sowas. Auf der linken Seite ist eine menschliche Frau, die mit dem Gesicht da unten in einer Blutlache liegt. Die ist in relativ hochrangige Roben im Kult gekleidet. Kult ist immer schlecht. Okay, sonst niemand da. Toter Kult. Toter Kult ist gut, ja. Nee, sonst niemand da. Okay, wie hoch sind die Balkone? 8 Fuß. Durch. Hinter euch seht ihr. Also hinter der Wand von der Telefonplattform. Telefonplattform seht ihr diese Zeichen. Das ist so auch an der Wand groß aufgemalt. Ja. An der Wand hinter uns? Ja. In den Teleportings. Macht davon ein fotografisches Gedächtnisbild? Mach ein Selfie damit. Ja, aber. Das ist an der Wand hinter uns, ja, wo das Portal ist. So, das heißt, wenn ich jetzt mich an den Kopf von der Tafel setze, würde ich das sehen. Ja. Und in diesem Raum, also spiegelt das jetzt so die Gänge von dem Raum ab, die abgehen, oder sind da überhaupt was? Kein Ding. Okay, dann ich versuche, ja, okay, ich mache mir davon ein Bild. Das ist der Play-Button. Das sind die Stühle. Das ist der Heilige Gral. Das ist der Heilige Gral, das ist Viereck. Das heilige Viereck. Ne, Viereck bei PlayStation. Ja, okay, bin ich zu dumm für. Das ist interessant. So, die Stühle sind oben unterschiedlich angeordnet. Ja, doch, das sind Stühle und da sind immer zwei kleinere Stühle drin. Was soll uns das sagen? Guck mal, also wenn du das jetzt guckst. Wenn das doch den Raum darstellen soll, in irgendeiner Form. Und hier sind Fässer an der Wand. Mhm. Meine erste Intuition bei Fässern ist immer drauf schießen und es explodiert. Da ist ein Feuer. Könnte es sein? Weiß ich nicht. Was könnte der Viereck sein? Keine Ahnung. Was könnte der Stern sein? Was ist da am Nordende vom Raum? Quasi wenn wir auch das hier. Das da ist ein Fass. Punkt. Da ist auch ein Fass. Ja. Das sind Stühle. Ja, ja. Die Stühle. Das sind einfach Regale und sowas. Ja, ich würde die Regale ein bisschen untersuchen. Ja, es sind halt. Es ist wie quasi von einem Sammler. Einfach eigentlich so einer fremden Kultur mitbringen sie und sowas. Ist da irgendwas drin in den Fässern? Nö. Steht irgendwas auf dem Tisch? Nee. Das Fass in der Mitte mit dem. Also. Was in der Mitte steht? Nee, das ist nicht so. Also in keinem von den Fässern ist was drin. Ne. Auch keine Residues irgendwie geruchsmäßig, keine Farben. Okay, ich laufe die Wand hoch auf einen der Balkons, auf den unteren rechten. Da sind auch Teleportzirkel kleine. Wir müssen in den Keller. Ja, dafür müssen wir aber noch also gucken. Da und da jeweils. Also auf den anderen Balkon auch? Ja. Wir müssen sonst halt nichts? Ja. Wir müssen auf den Balkon draußen. Nein, wie soll ich in den Keller, hat der gesagt. Ja, aber auf dem Balkon draußen liegt ein Ding, was uns in den Keller teleportet. Ach so. Sanduhr. Fuck, da war was. Zeit. Sanduhr. Zeit ist abgelaufen. Ja, ich steig auf den Teleportschein. Ja, auf dem Balkon? Mhm. Okay, du scheinst wieder unten in den Raum. Da gehe ich in einen anderen Teleporter. Auf den anderen Teleporter. Das ist interessant. Was passiert, wenn wir das zeitgleich machen? Wisst ihr noch, haben wir Tournament damals gespielt, wenn man sich da gleichzeitig in den gleichen Teleporter gestellt hat, dann hat man. Der hat auch gut gemacht. Soll ich es probieren? Ja, die Wände abtasten, kann ich das bitte? So, bist du für Chick. Ich bin jetzt schneller. Ja, ich hab einen 19 gewürfelt. Ja, findest du es. Bitte? Findest du es. Schubst die Stühle um. Also, das sind jetzt ein paar. Fenster sehen aber eher aus wie Pfeilscharten, Schießscharten. Und da kannst du auch schon mal rausgucken. Ey, Leiche beobachten. Da ist eine fucking Leiche in dem Raum, die hab ich komplett vergessen. Mach mal einen Medizincheck. Ja, die ist tot.
6 plus 9. Ich wollte eben schon looten. 15. Ja, kann nichts dabei aussehen, warum sie trägt. Und siehst, dass sie von einem Dolch getötet worden ist. Mhm. Ist auch in einem Drachenzahn durch. Okay, sie muss da ja irgendwie, also hinter ihr ist auch nichts an der Wand. Ich hab jetzt irgendwie so verstanden, dass das ein. Ist sie zermatscht? So ist sie runtergefallen? Nee, die ist offensichtlich an der Stichwunde schon. Ich will die auf den Teleportkreis legen. Okay, ich sehe das. Ich zieh sie aus. Die ist komplett durchsucht, ja? Ja, nur die Bogen an. Warte. Ja, zieh mal die Robe an, stelle ich mal auf den Teleporter. Okay. Auf den Teleporter? Ich sehe da erstmal nichts. Auf den anderen. Um. Okay, bis wieder unten. Okay, ich nehme einen. Erstmal nichts. Hast du die Leiche auf dem Teleporter liegen? Jetzt zieh sie auf den Teleporter. Ich setze sie auf den Stuhl. Dann zieh ich sie mit dem Stuhl auf den Teleporter. Ich stehe auch auf dem Teleporter, in der Robe. Hm? Haben die anderen das schneller geschafft als wir? Ja? Hinterher. Ich setz mich auch noch auf den Stuhl. Am Kopfende. Okay. Und das ist gar nicht mehr so gemütlich. Schau mich richtig gut um. Gibt es irgendwas? Ich schieb den Stuhl. Auf 12 Uhr sehe ich die Glyphen an der Wand. Genau. Mit dem Teleportzirkel. Mit dem Teleportzirkel. Ich geh mal dahin. Wie groß ist das denn? Was kann man, der Kreis oder die Glyphen? Ne, die Glyphen. Glyphen sind jeweils ungefähr. Ich möchte die echt gerne mal anfassen. Okay, welche? Sanduhr. Ach, das soll eine Sanduhr sein? Nein, das ist eine Sanduhr. Dann die Sanduhr. Das passiert nichts. Playbutton. Das Ganze muss ja, erst mal. Okay, ich probiere einfach. Nichts das. Den großen Stuhl oben in der Mitte. Warum den Stuhl? Stern! Ich will, entweder wäre ich bei. Also pass auf. Ich sag dir, obere Stuhl in der Mitte. Achso, man weiß nicht von außen. Also, welche Seite war der Balkon? War der in der Mitte oben? Oder war der rechtsseitig? Hab ich jetzt irgendwelche. Ja, keine Ahnung. Von innerhalb des Hauses. Nee, nicht von innerhalb des Hauses, aber. Richtung Dorf. Also, zu uns zeigen, wo wir hin, wo wir auf den Turm geguckt haben. Junge, drück den scheiß Stern. Stern? Ja? Stern. Okay, Stern. Schon. Nee, schon war. Wie soll das da rum sein? Er scheint hier. Aha. Das ist ein großes Teleskop. Riesengroßes Teleskop. Mach's nicht kaputt, das könnte. Hier oben ist eine Luke, die sich verschließen lässt. Aha, okay, Observatorium. Genau. Ja, hier ist eine Tür, also hier ist nicht rund, sondern hier ist eine flache Wand mit einer Tür. Ja. Und hier ist ein Regal. Ich möchte gerne alles untersuchen. Genau, und hier auf den kleinen Eckschreibtisch sind zwei massive Bücher, die dort offen liegen. Ja, das Teleskop besteht aus Messing, Kristallen und Mahagoni. Und eine Leiter führt nach hier oben. Das ist keine richtige Luke, sondern mehr so eine Kristalllinse. Eine Kristalllinse. Möchte ich kaputt machen. Nee. ja, umgucken. Das wird wahrscheinlich das Observatorium sein. Oben in der Decke und überhaupt nicht wichtig gerade. Also, ich guck mir die Bücher an. Das ist über Astrologie. Okay. Scheint jetzt nicht so relevant zu sein. Ich möchte in den Raum dahinter. Also, ich habe alles im Raum geguckt. Mhm. Dann einmal durch die Tür. Okay. Ja, wollen wir jetzt die Tür? Oh, wow. 19. Moment. 19. 16. So, in einer Stunde müssten wir dann im Übrigen beim Rewe sein, wenn wir das noch machen wollen. 16. Ketten? 19. Das wäre natürlich ein 20. Heute anscheinend Auto-Chess Pro und ihr werdet D&D Pros. Auto? Dota Auto? Auto, ja, ja. Sag das auf dem Handy. Die Typen waren. Sind da ein bisschen saufi heute ganz gut.
okay. Ein bisschen Lucci Lucci. Wir können uns beim nächsten Mal zu dritt treffen. Und das Abenteuer zu Ende spielen. Ja, wenn eh alle tot sind. Wobei ich ja auch einfach einen neuen Charakter machen könnte, theoretisch. Der zufällig in dem Raum jetzt gerade gefangen halten muss. Ja. Auf Level 17. Nicht mehr einen übermächtigen Magier machen. Er ist kaputt. Ja, wirklicher Magier fehlt euch ja noch, ne? Bitte? Wirklicher Magier fehlt euch ja eigentlich auch. Ja. Aber ich mache einen bösen Magier auch wieder. Kein Bock auf so einen. Hä? Ganz was Neues. Ja, damit ich bin dann der Erzfeind des Councils, aber die müssen eigentlich. Du bist Ledron, wie heißt der? Der Spacki von den. Wie heißt denn der Elfenvorstand? Achso, keine Ahnung. Melandros. Melandrach, ja. Melandron. Ja, damit ich den halt killen kann und den obersten Obermagier, der mich mit seinen komischen Jedi-Mind-Tricks gefließt hat. Was kommt auf uns zu? Ja, das sind vier Gestalten, die dich gerade da überraschen. Die haben euch ja mal gehört und waren mal hinterher vorbereitet. Kann ich was in der Computer? Klar. Ja, ne? Okay, mal kurz, wo du stehst. Als jetzt das Tür gegangen ist. Okay, Luki. Ich bin eigentlich, hab mich eigentlich bisher gar nicht ausbewegt. Was ist das hier, ne? Achso, das war das Ding, ne? Genau. Ich bin. Ja. Mal kurz, markier einfach kurz die Stelle. Achso. Und hier bist du, ne? Genau. Stell mal. Brahman, wo wollt ihr Brahman stehen haben? Oh, okay. Tür geht auf und direkt kommt euch ein Schwall von Eis und Kälte entgegen. Der Magier vor euch hat schon mal Call of Code gewirkt. Call of Code? Ein Schwall von Scheiße kommt mir entgegen. Ihr dürft mal. Ist das Resident Evil 2? Ja. Konntest du jetzt machen, bitte? Hat beim letzten Mal ist es abge. Oh, das ist auf Kipp. Ein W20 auf Kipp. Brahman steht auch drin. 8. 15. Wie steht ihr denn da noch drin? Die sind noch hinter der Tür, oder? 60 Fuß Chor. Tür ist offen. Stehen die schon direkt in der Tür? Vor der Tür. Ja, denkt auch, ich bin der größte Otto der Welt. Ich mach die Tür natürlich auf, wie ich die Resident Evil gespielt habe. Ich muss den Bonnie jetzt schreien, ey. Warum? Weil ich hier gleich verliere, oder? Ja, ich denke, du spielst Resident Evil. Achso, nee, scheiße. Was hast du gewürfelt? Was hast du nur? Hast du nochmal gewürfelt? Ah, hier, 5 plus 3 sind 8. Okay. Du hast es geschafft. Oder haben wir es nicht geschafft? Perfekt. 10. Siebenundvierzig für dich und Ramon und du kriegst davon. Ihr hast Resistenz gegen Kälte-Ring. Ja. Das heißt, du kriegst nur 40 die Hälfte. 28? 29? Mhm. 28 Schaden kriegt ihr beide? 29. Ja, 29. Aufgrund der Laufzeit. Sagen wir die vollen 47. Man hatte vorher 47. Bitte? Ach, die vollen 47. Die vollen. Waffe ziehen ist bei uns keine Aktion, ne? Genau. Waffe wechseln, wenn ihr die Waffe nur wegstecken wollt, das wäre eine Aktion. Wir müssen den Fight ein bisschen waschen, wenn wir echt nicht zur Rede wollen. Die drei anderen, die noch da sind. Mario macht einen Schritt zurück, dann ist die anderen drei dran. Ist er nicht auch aus meiner Range? Hm? Wo wollt ihr dann später hin? Hier dann? Oder? Ja, das wäre noch eigentlich ganz nice, oder? Ja. Bisschen Garten-Chili machen? Ja. Nee, das war die Frage, wenn nicht direkt vor dir. Das ist halt safe kalt, ne? Noch mehr Feuer!
Dann machen wir bitte einen Wisdom Save. Nur er? Ja. 17 plus Wisdom ist bei mir 1200. Hast du widerstanden? 22. Machen wir noch einen. 8 und 13. Auch geschafft. Und der Dritte kommt einfach zu dir und sticht dich zweimal mit dem Dolch. Und sticht dich einfach tot. Instant Death. Drachenzahn macht 12d20 Damage. Das ist natürlich 1. Und sticht seinen Freund tot. Natürlich 5, also beides nicht. Und er steckt seinen Dolch so in die Türrahmen und trägt nicht mehr ausgezogen. Ah. Kessler ist dann. Da stehen direkt so Spackis vor dem, ja? Auf dem Balkon draußen. Nicht, einer steht direkt vor ihm. Der andere ist verteilt halt dahinter im Abkreis. Ja, das Link Attack auf den Boden. Die ficken jetzt einfach weg. Ich schaff das, ich bin schlank und wir kennen uns. Wir arbeiten, also wir kämpfen schon so lange zusammen, dass wir einander die Attacken kennen und. Da kommst du diagonal, kommst du noch dran. Das heißt, ich stehe jetzt hier, da steht der andere und Kevin steht hier. Nee, okay. Also, da. Ja, okay, perfekt. Das passt super in meinen Plan. Du schubst mich rein. Ich schubst rein auf die Tür zu. So. 23. Okay, nächster. 25. Was sind das überhaupt für welche? Menschen? Ja. Okay. Einfach in Rom. Ja, komm rum. Bring erstmal einen dritten Angriff hinterher. Sind 28. Und auch. So. Wo ist denn jetzt noch einer? Darf ich auch schon mal machen, was ich möchte? Wenn der seine Lampe schon langsam seine Matheformeln auswendig auswendig lernt. 9 plus 18 sind 27. Das ist auf jeden Fall Sneak Attack. Mhm. 4. Sind 12, 14 und dazu kommen auch 2 hiervon. 7 sind 34, sind 48. Okay. Durch Löcher aus denen und der fällt hoch zu Boden. Gut? Ja. Raman ist dran. Raman. Ich gehe einen Schritt nach hinten, tatsächlich kann ich ja noch, ne? Ja. Ja. Kommt eigentlich wirklich dran. Ja, mach mal Eisrüstung. Jamba. Ja, macht der Arm auf Ergriff ist. Auf Level 1 auf sich. Auf sich! Er kann es auf sich machen. Achso, ich dachte, er hätte doch letztes Mal auch Eisrüstung auf mich gemacht. Okay. Gut, und Kralle vielleicht im Raum? Nur mal Bonusaktion macht der Schritte raus mit das Viech. Wen soll er dann angreifen? Den ganz hinten. Den Conor Folke. Ja, der sind jetzt richtig zurück, ja. Okay, das ist eine 2, das bin ich. Was war das denn jetzt? Flitze hier so durch die Bude, das haben wir immer mit meinem Handy. Du bist doch dran. Ich bin dran. Ich packe jetzt sowas von dem Orb aus. Orb of Acid fucking. Muss jetzt. Das sind wie viele Leute? 5. Dann triffst du maximal ein. Achso. Oh ja. Ich dachte, das wäre AOE. Magst du mir mal kurz das Rotkissen geben? Sie. Ja, okay, dann aber versuche ich. Mach ich das? Cherry? Was? Mach ich das? Einen Ficken, der direkt vor dir steht? Oder was ist das? Das ist eine Aktion, das zu benutzen. Und kann ich dann trotzdem noch einmal hauen? Ich kann nur hauen als Bonusaktion, wenn. Oder als wirklich, aber 8 bekommen, was du machen 6, willst. 6d8 macht auf jeden Fall mehr Damage als ich, glaube ich. Ich nehme den Lachs. Wie sieht der aus, den sie angegriffen hat? Oh yeah. Wenn der Mond aussieht, ist gut. Wie viel Schaden hast du auf den gemacht? 47. Ja,
Ja, komm, scheiße, ich schieß. Also, ich gehe erstmal rein einen Schritt, ein bisschen zur Seite, dass die Tür frei ist, aber auch nicht direkt neben ihm stehe. Jetzt bin ich asozial. Und versuche dann mit meinem 8D8 den zu hauen, zu schießen. Also, erstmal ein 20er. Ja, 18. 18 trifft. Den, der eben den Zauber gewollt hat? Ja. So, das sind 6. Ich bin 10. Erstmal, wenn mein Balkon so von wandert. Es ist gar nicht so viel Schaden. 6D8, holy shit. Das ist total dumm, was ich hier mache. Dumm ist der dumm ist tot. 15, 19, 21, 23, 29. Das war betrieben scheiße. Weil mein Dix nicht mehr draufkommt. Ich hätte alleine mit meinem plus 6 auf alles. Mal 4. Ich hab fast so viel Schaden gemacht. Der schreit auf jeden Fall auf und du siehst überall eure Verbrennungen am Körper. Ja. Dann scheint es voll schlechter zu gehen. Die sind dran. So, dann lass du mal einen Wisdom Save machen. Wisdom? Ja. Und plus 2 sind 11. Der 11 ist der DC, das hat man gesagt, wenn das der DC genau trifft, dann. Oh Gott, eigentlich gewinnt immer der Angriff, oder? Wenn er genau ist. Ja, das ist genau das Ding, was wir gemacht haben. Aber eigentlich ist halt der, der die Probe würfelt, das folgende, weil der Passive ist bislang eigentlich immer gefickt. Also wenn er 11 würfelt, dann schafft das. Ja, weil er jetzt aktiv ist. Also okay. So haben wir es, glaube ich, bislang gemacht, oder? Dann machen wir. Okay. Ja, du merkst wieder, dass der Körper komplett steif wird. Komplett Eis, aber nicht steif. Nee. Körperlich verändert sich nichts, außer dass du dich nicht bewegen kannst. Du bist paralysiert. Und das ist sehr schlecht für dich. Der dritte kommt dann zu dir. Und sticht mit dem Dolch auf dich ein. Einmal? Zweimal. Das ist sehr schlecht für dich. Mit Vorteil. Ach, nein. Bist. Vorteil nicht. Nee, ganz normal, stimmt. Trotz Paralyse? Den Mantel eigentlich noch. Okay. Ja, du bist bei mir nicht. Außerdem sehe ich den Schaden kommen, halbiert. Nee, du kannst keine Reaktion machen. Das ist ein Scherz. Das war nur so lange Scherz, bis es geklappt hat. Nee, das ist Vorteil. Der Mantel hat genauso paralysiert wie du. Okay, ist auch vollkommen egal, weil ich einen 6 und einen 7 gewürfelt habe. Trifft beides. Und zweite 17 plus 4, 21. Trifft nicht. Trifft für ganze 1d4 plus 2. Kritisch. 1, das sind 4 Schaden, kriegst du. Ja, das ist richtig krass mit seinem Deutsch. In der Boden. Nein, Spaß. Ich weiß. Mach nochmal einen Schritt zurück. Ich auch. Kannst du nicht? Ist er jetzt nicht raus? Achso, weil die paralysiert ist. Und der letzte ist dran. Und macht mal so einen schicken Feuerball. So in Lukas Manier. Dass er alle trifft. Nee, der kann ja schon noch so rücken, dass der dich mit Ramon trifft. Super legen. Du bist an der Seite getreten, dann trifft er dich nicht. Ist das ein Missile? Du kannst nicht. Oh, einfach. Come on! Keinen Feuerball fangen zurückwerfen. Nein. Oh, erst mal mein Key gesehen. Aber ich stehe ja nicht mehr in der Tür und der trifft mich trotzdem, obwohl er aus dem Raum rausschießt. Du schießt in den Raum rein oder bist du raus auf den Balkon gelaufen? Ein Schritt nach hinten? Ja, klar. Du schießt in den Raum, Feuerball. Achso, okay. Ich will die Flat mit Salz machen. Du hast das noch nie gemacht. Du fällst automatisch deinen Deck safe, wenn du paralysiert bist. Gar nicht wahr. Und Feuerball war 8d6 Schaden, meine ich. Ich spüre immer mal. Wird ja mehr sein. Ja, im schlechtesten Fall sterbe ich jetzt. Könnte auch weniger sein. Lustig. Ja, die ganze Gruppe
Weil wenn du einfach so stirbst, dann kann man nicht wiederbeleben. Stimmt. Und der hat ja feuerresistent ist, Goldrache. Sein Roll 8-6 war richtig. Es macht so viel Spaß. 10. 18, 23. Wenn du fällst, ne? Mach ich das noch in Seite. 20, 31, 39. Warte, kriegst du? Okay. Und Raman kriegt 20. 39, ja? Mhm. Warum kriegt der überhaupt Schaden? Eine Resistenz hat er nicht. Der hat Feuer im Bauch. Mhm. Wo ich denn nicht im Bauch getroffen? Da hat der Mund aufgemacht und aufgesaugt. Vorher schlucken kann er. Okay. Geil. Hätte man machen sollen. Sollte mal Bade werden. Okay, weiter geht's. Das war der. Katze nimmst du. Kann ich mich überhaupt bewegen? Nö. ich glaube, du kannst am Ende deines Zuges noch ein bisschen Check machen. Wenn am Ende des Zuges sind. Gut, dann denke ich dir erstmal nach. Contemplating my life! Also, ein bisschen zäh. Ja, schon ein bisschen lustig, wie du es versteinert wirst. Mit der Bake of Holding, die hat auch versteinert. So. Ja, ich kann nichts machen, ne? 15 plus 3. Ja, du bist nicht mehr paralysiert, aber der Zug ist vorbei. Dann ist dran. Kann ich keine Sonderaktion machen, dieses Durchatmen, um mich zu heilen? Nee, so ist das. Raman wirkt Cure Wounds auf dich. Auf dem zweiten Level. Du kriegst 21 Leben wieder. Raman ist mein Held. Und seine Special Weapon greift den Typ nochmal an. Ja, ja. Zirkt auch nicht. Doch, Zirkt trifft. Ich hab euch keine Mesh-Armor gezirkt. Doch, hat er am Anfang. Nö! Ja, als Vorbereitung. Mesh-Armor ist das, was man nicht im Kampf, sondern als Vorbereitung wird. Wenn man 8 Stunden anhält. Nehme ich ausgedacht. Und jetzt mache ich das nicht mit dem Tiefling-Warlock in der anderen Gruppe auch. Alles gut. Trifft also nicht. Hilo Laser ist dran. Hilo Laser wird den richtig verficken, Alter. Hilo Laser geht hin und boxt erst den, den er mal angefangen hat. Mhm. Dann vielleicht nicht. Nee, ich boxe den anderen. Der in der Tür steht, oder? Hat einer von denen schon Damage? Nur der Typ, der den oben, der das verzieht da immer. Ich hab ja schon mal gegen Säure gekämpft, wenn ich mir jetzt denke, dass ich gegen ihn haue, geht die Säure dann auf mich über? Ja. Na, dann hau ich den. Der ist schon ange... also fix, oder? Das ist eine 2 plus 9. Nicht? Eine 9 plus 9. Steht der alleine da auf der Ecke? Hm. Ja, daneben. 12 Damage. Dann gehe ich zum nächsten. Mhm. Steht der alleine da? Ich bin zu zweit und einer steht hier. Nee, schon gar nicht. Einer steht noch da und einer steht da. Der ist jetzt alleine. Ich fahre noch zweimal zu. 9 plus 4, 13. Trifft genau die Armoklasse. Dann haue ich aber nochmal zu. Mhm. Oder kann ich jetzt noch zweimal zuhauen? Nee, das wäre. Du hast einmal schon. Wenn du Fury of Blow machst, kannst du noch zweimal. Ja, dann hau ich noch zweimal zu. Dann habe ich noch einen Key weniger. Also ich habe schon zwei Key ausgegeben. Habe ich hier schon getroffen? Das habe ich gerade gewürfelt. 19. 9 plus 9 sind 18. 14 plus 9 sind 8, sind mehr. das heißt einmal Attack, zweimal dreimal Attack plus zweimal Schlag Attack, richtig? Einmal zurück. Ja, aber zwei Würfel, meine ich. So, oh, dann
dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plus 3 mal 6, ne? Plus 18 sind 30 Damage. Nice. Der sieht schon echt blau aus. Weil ich puste ihn so um. Du hast ihn in den Kiefer gebrochen, auf jeden Fall. Nase blutet. Auch so ein Spruch: Kiefer brechen. Und sagt, der Gegner sind dran. Der in der Tür versucht zum Teleporter zu laufen. Das heißt, du und Brahman kriegen mit der Opportunity. Ja, direkt zerficken. Mhm. Außerdem. Mit Schnackentag. Wenn Brahman nee. Das auch hat, bestimmt. So, 14, also plus trifft. 11, trifft. Dann würde auch treffen, falls es gebraucht wird. Oh Gott, sind 8 plus. Ist ja mein Flammensäbel, ne? Ja. Gerade. Plus 6 sind 14. Dann, check. Dann haben wir noch mal 20 dazu. Und 34 und der ist tot. Und der letzte. Versucht vom Balkon zu springen. Dann warte ich schon die. Dass er dich schon angehindert hat? Ja. 19. Trifft. Du brauchst nicht würfeln, der ist ebenfalls tot. Ich weiß nicht, ob springt. Ich bin so ein Nackenschlag. Und das ist ein Link. Und dann fällt ja auch runter. Okay. Ja, sind die einfach tot oder bewusstlos? Wenn du nichts anderes sagst, sind sie tot. Nee. Ich möchte, dass der incapacitated ist, sich nicht mehr bewegen kann. Bewusstlos. Okay, dann möchte ich jetzt gerne Akupunkturnadel nehmen und den so fixieren, dass er sich nicht mehr bewegen kann und nur seine Lippen bewegen kann. Nächsten Check. 15 plus Medizin. Ja, 9. Ja, 16. Ja, dann möchte ich aufwecken und fragen, was hier abgegangen ist. Okay. Dann wächst du auf, dann schlägst du das Gesicht. Ich pickel ihn an, um ihn wach zu machen. Okay. Und sie sieht direkt Panik in den Augen, als sie merkt, dass sie sich nicht bewegen kann. Ja, du kannst dich bewegen, weil ich alle meiner Secret-Devisier-Fähigkeiten da dir angewandt habe. Und du sagst mir besser, was jetzt Sache ist, sonst ist die Sache ganz schnell für dich vorbei. Das, genau. Warum seid ihr hier? Was war eure Aufgabe? Und die... Oh, Intimidation-Check mit Vorteil. 17 plus Intimidation. 21. Wir sind hier, um die Maske zu beschützen, die Paul, während die von anderen untersucht wird. Wie lange seid ihr schon hier? Ein paar Wochen. Und die Maske war die ganze Zeit hier? Oder habt ihr die mitgebracht? Nee, mitgebracht. Ah ja, okay. Wie komme ich in den Keller? Auf den Schlüssel. Wie komme ich auf den Balkon? Das ist der Balkon. Wo ist der Schlüssel? Ja, den hat Jorgen. Jorgen Paul hat den. Jorgen Paul, Alter, ich kenne ja Jorgen Paul. Wo ist Jorgen? Liegt. Okay, dann sage ich dir, hol mal den Schlüssel bitte. Das ist der Magier. Ja. Ja, der hat. Also, nein, den nicht an dem, der Eskander gewunken hat. Ja. Weiße. Was hat er noch gesagt vor, oder was? Ja. Ah, now I get it. Was okay. Hat er noch, weiß ich? Ein Dolch. Eine Rube. Ja, das war's. Gut, dann nehme ich diese Sanduhr. Geh dann zu dem. Du gehst erstmal gar nichts. Dann will zu dem Typen gehen, der bei dir ist. Achso, okay. Ich dachte, du bist da unten. Nee, ich will zu dem Typen gehen, der bei Sami ist. Mhm. Klatscht dem so einer. Tot? Nein, so dass er nicht stirbt. Und dann so. Von uns wurden Freunde versteinert. Gibt's hier irgendwas, um das rückgängig zu machen? Nicht, dass ich wüsste. Klappt hier nochmal ein. Und jetzt? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Du Uhren, Alter! Das heißt, ich nehme jetzt diese Uhr, schimpf mich unten auf den Dings, drück auf Sanduhr-Symbol und komm mal in den Keller, oder was? Ja. Ja? Ja. Lügst du mich an? Nein. Hast du irgendwelche Informationen, die dein Leben retten können? Ja.
Ja. Das wäre sehr schick. Ja. Ja. Sag jawohl. Jawohl. Gibt's noch mehr von euch hier? 100. Ja. Wo sind die? Im Turm. Überall im Turm verteilt, würdest du mir damit sagen. Wenn du mir noch weiterhin so kryptische Antworten gibst, dann schmeiß ich dich aus dem Fenster. Wie viele gibt's noch? Gibt's hier Schätze? Außer auch in blauer Maske. Ich muss gut rechnen. So kompliziert ist das schon nicht gut. Ist er Magier? Ja. Den letzten, den wir haben. Der Lebende. Zumindest haben er und die anderen irgendwas gewirkt, was ihn halt paralysiert hat. Und der kann noch locker Dings machen, oder nicht? Was? Greater Restoration. Nein. So bad, man. So bad. Hat. Ist das ein Level 4 so? Der Typ ist Level 4. Ja. Dann würde ich dich jetzt mal mitnehmen. Und du richtig krass XP kassierst. Ja, okay, du Pisser. Ein Wizard kann auch kein. Also lernen. Es können nur. Kleriker, Bade, Druide und Warlock mit einem richtigen Patron. Okay, dann fuck you. Fuck you. Noch irgendwelche nützlichen Informationen. Also es sind noch viele Leute im Turm. Was machen die alle hier? Die beschützen auch noch die weiße, die blaue Maske. Ja. Alles Magier? Mehr oder weniger. Die meisten sind. Ich möchte ihnen eine Falle stellen. Der hat da keine Tipps mehr für uns jetzt. Ja, es gibt euch mal keine Vorschläge, wie ihr Fall für seine Kumpane stellen könnt. Ich möchte dir den Penis abschneiden, bitte. Ich kann gleich alles mit dem machen, was du möchtest. Das sagen wir auch so vor ihm. Ich habe die Frage auch ganz offen vor ihm gestellt. Gesagt. Was sind denn die anderen Räume? Also die Siegel unten an dem Teleporter bringen uns scheinbar an bestimmte Orte. Du hast mir gerade gesagt, dass er alles zu machen kann, ne? Auch nicht? Vor letzten Augen. Nein, wenn er uns nicht hilft. Ja, hast du ja gerade vor ihm gesagt und du hast ihm vor ihm geantwortet. Ja, wenn er uns nicht hilft, dann kann ich nur sagen. Du hast nicht gesagt. Hab ich gerade gesagt. Hast du danach gesagt? Nee, hab ich jetzt gesagt. Ja, danach halt. Ja, nee, jetzt sagt er nichts mehr. Okay, gut. Alles klar. Fang an, seine Hose aufzumachen. Willst du uns wirklich nichts mehr sagen? Letzte Chance. Wirklich letzte Chance. Was will ich hier wissen? Ich hab dir gerade Fragen gestellt. Nochmal. Wie der Teleporter unten funktioniert. Das ist tatsächlich so, einfach hinstellen, auf den Knopf drücken und dann wird er teleportiert. Okay, was sind die anderen Räume? Schlafzimmer. Welches ist das Schlafzimmer? Hier, ich habe dieses Foto gemacht. Trag es bitte drauf ein, was wohin führt. Ich kenne die Symbole nicht, das war immer. Das war wirklich immer der Junge. Irgendeins musst du dir gemerkt haben. Der Stuhl. Der führt in. Wo wir essen, ist immer so komisch dekoriert. Zwischen der Mitte. Warum gibt es da nur 5 Stühle? Weil wir in Schichten essen. Ich esse dich gleich. Esse dein Teil. Hat der gelogen mit den Leuten, die auf dem Ding sind? Ich möchte, also glaube ich dem? Inception. Schichten essen. 17 plus Inside. 6, 23. Was genau da? Was genau? Ob ich glaube, dass noch so viele Leute in dem Turm sind. Dann lieber aus wieder, ja. Was macht dieser Raum? Was macht dieser Raum? Warum ist hier eine Flamme? Den musst du ja wohl kennen. Sprengen wir damit die Turm in die Luft? Ja, Flamme ist die Lounge Area. Der Lounge-Bereich. Ich hab was? Launch Area, Alter. Ich launche dich gleich. Oh. Mann, fuck you. Hier, mach, der nervt mich. Du hast viel zu viel Freude daran.
Stirbt der direkt, wenn ich ihm den Lulli abschneide? Ja. Hä? Der ist, hat. Ist, ich fällt aus dem letzten Loch. Herr Brahmann, heil den mal kurz ein bisschen. Nein, an sowas sind wir aber nicht dran. Ich nehme mir so ein paar Akupunkturen und steck die irgendwie so unter die Finger weg. Die Klaue fährt runter und zermatscht dich. Welche Klaue? Von der Brahma. Brahma! Der hat die auch noch festgehalten. Ich wehr die ab. Nee, die stand ja immer noch da quasi. Ich wehr die Klaue ab. Nein. Okay. Ja, whatever. Ich schneide trotzdem Lulli ab und steck ihn in den Mund. Mach das. Und was sind das für scheiß Symbole, angegeben. Mann? Ich bin auch angegeben. Ich auch. Nichts für meinen Charakter. Ich verstehe Symbole nicht. Mit dem Stern ergibt Sinn jetzt. Warum die fucking Sanduhr der Keller ist, I don't know. Ist das hier ein Geist? Was suchen wir noch? Also prinzipiell glaube ich, dass wir mit die Sanduhr haben, was der Schlüssel ist, richtig? Ja. Dass wir jetzt auf das Portal können und uns dann in den Keller teleportieren können damit und dass es dann da weitergeht. Mhm. Sollte auch. Sind wir schon an dem Punkt, wo du sagen musst, das hätte man gut zweiteilen können? Ich wenn ihr jetzt in den Dungeon, in den Rotor möchtet, in den Dungeon, dann können wir jetzt eine gute Pause machen, ja. Ansonsten können wir den Turm noch dingsen. Wir können jetzt nicht zurück in den Dungeon gehen, wenn zwei von unseren Kumpels tot sind. Ne. Aber müssen wir eigentlich. Weil im Dungeon meine ich gerade Killer. Ja. Ja. Ja, wir gucken einen Raum und da gibt 20 Gänge von an. Da sind noch ungefähr 50 Treppen Räume. Treppen runter, Treppen rauf. Ja, genau so, Alter. Fuck you, ey. 10 Teleport-Dinge pro Raum. 12 Rätsel. Geht das Ganze irgendwo auf Zeit? Wegen des Typen, der da ist? Also, er meinte, dass er verfolgt wird. Ja, meinte Gandalf auch, als er bei Frodo rausgelaufen ist. Also ich würde schon gerne den Turm auf jeden Fall noch durchspielen, aber eigentlich würde ich auch schon gerne noch unsere Mates irgendwie retten. Oder sollen die sich einfach einen neuen Charakter fürs nächste Mal machen? Ja, die retten wird halt von der Mission. Ich pack her. Den mal aus. Ich pack mal den Gammel einfach aus. Passiert nichts. Fuck. Ich bin ziemlich hässlich hier. Sehr gestellt schon. Ich pack ihn wieder ein. Von der Mission her haben wir keine Chance, die jetzt erstmal zu retten, weil wichtiger ist, den Typen zu retten. Ich hätte freie Wahl. Wir haben freie Wahl, aber dann stirbt der Typ, wir kriegen die blaue Maske nicht und... Sehe ich in diesem Observatorium irgendwo, also die Bücher nicht mehr rum, sind nur über Astronomie. Ja. Astrologen. Beides. Das ist mich nicht nach dem Unterschied. Der Unterschied, der eine Unterschied ist, glaube ich, dass Horoskope lesen und so scheiße, und das andere hat nichts mit der Sternenkonstellation zu tun. Oh, also wir haben halt echt nicht mehr. Also wir haben jetzt 20 nach 9. Wenn wir noch zum Rewe wollen, müssen wir halt langsam. Was war los? Langsam Go machen. Deshalb würde ich sagen, machen wir diese Stelle Schluss. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann noch um. Können wir uns echt zu dritt treffen. Oder Leute? Ja. Cool. Dann Peace out. Danke fürs Zugucken. Hat Bock gemacht. Tschüss.